So, da sind wir auch schon wieder. Und bevor wir groß weiter rumreden, starten wir auch gleich das nächste Rennen auf dem Big Time of Dach Timber Forest. Und starten die Title Fight. Das ist ein Duell, Sportserie. Es wird Zeit für einen Vergleich des 2010 Mitsubishi Lancer Evolution X und des Subaru Impreza VRX STI. Ich sage immer gerne VRX. Beide sind für ihre Offroad-Tauglichkeit und ihre Speed auf der Rennstrecke bekannt, aber nur einer kann heute der hellste Stern am Firmament sein. Eventdistanz 11,2 Kilometer. Wählen wir das direkt mal aus. Und mal gucken, was wir für einen Wagen nehmen. Wir können leider nur den Lancer Evolution nehmen, oder? In diesem Event nicht verfügbar, schade. Okay, wir können wirklich nur den Lancer Evolution nehmen. Und nehmen eine schwarze Lackierung. Und starten los. Wir müssen Erster oder Zweiter werden. Bronze gibt's hier nicht. Tageszeit 18 Uhr, Wetter sonnig bis regnerisch. Also eher schwül. Und für den ersten Platz für Gold kriegen wir 6000 Kopfgeld. Das heißt, wir müssen es in der Zeit schaffen. Title Fight, 18 Uhr. Let's go, würde ich sagen. Wir den Takedown schaffen. Komm. Ich wusste bis eben nicht, dass es einen Takedown hier gibt, also von daher. Aber jetzt, da ich weiß, dass es einen gibt, möchte ich ihn direkt mal schaffen, damit der ganz weit hinten liegt. Und da sehe ich auch eine Abkürzung auf der Minimap. Also fahren wir direkt mal lang, weil dadurch auch nochmal Kopfgeld bekommt. Und zwar ein Stück. Driften hier um die Kurve. Deutlich geschmeidiger als in The Run. Was uns leider nicht nützt, da er uns trotzdem überholt hat. Aber das macht ja nichts. Hier gibt eine weitere Abkürzung, die wir nutzen können. Die wir auch nutzen werden. Okay, das verschafft uns einen Vorteil. Wir haben einen Meilenstein erreicht. 8 Kilometer auf Abkürzung plus 1000 Kopfgeld. Alles klar. Ich finde die Grafik ist jetzt auch echt schön. Macht für mich. Hier richtig cool. So, jetzt sind wir Erster. Er ist direkt hinter uns. Versucht links zu überholen. Was ihm leider auch gelungen ist. Aber das macht ja nichts. Wir haben noch 6 Kilometer, um das nachzuholen. Du kommst hier gar nicht vorbei, mein Freund. Sag ich doch. So, hier lang. Jetzt die nächste Abkürzung nehmen. Das Spiel bombardiert einen praktisch nur mit Abkürzungen, finde ich. Es gibt bei jeder Strecke, glaube ich, zig Abkürzungen. Das finde ich aber auch gut so. Weil die Typen das nie nehmen und das uns einen Vorteil verschafft. Weil wir so, glaube ich, so wird es, glaube ich, echt eng werden. Nicht 7,3 Sekunden vor dem zweiten. Dammit, dammit. So, fahren wir hier lang. Weil es hier noch ein Stück kürzer ist. Ist schon lustig, wie sich die Abkürzungen hier strecken. Ist ein ganz anderes Gebiet hier. Naja, zumindest links daneben. Im anderen Gebiet. Und die andere Abkürzung wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil wir jetzt wieder auf die Straße geleitet wurden und nicht auf die andere Abkürzung gehen konnten. Die Straße ist hier ziemlich nass. Das macht es um einiger schwerer, das zu lenken. Und der ist ganz da hinten. Weil ich denke, wir müssten es schaffen. Wir haben noch 1 Kilometer bis zum Ziel. Das auch, bis es einem angezeigt wird, damit man noch Bescheid weiß. Dann kann man sich so sagen, ja, noch 1 Kilometer, jetzt muss ich aber richtig Gas geben. Und genau das werden wir auch machen. Wir heben uns das Nitro für die Zielgerade auf. So, und zack. Da sind wir Erster geworden. Haben wieder einmal Gold erhalten und das in 3 Minuten 8 und 8 Millisekunden als persönliche Bestleistung. Und wir erhalten
6.000 Kopfgeld für Erster, für Fahrer Köln 2.870 und für persönliche Bestleistung nochmal 1.000 Kopfgeld auf unser Konto gut geschrieben. Und bei 40.000 erhalten wir einen neuen Wagen und bis zur Fahndungsstufe Level 3, ich sage immer Fahrerstufe, das bin ich noch aus The Run gewöhnt, müssen wir noch 26.000 Kopfgeld sammeln ungefähr. Und wir haben den nächsten Wagen erhalten. Und zwar den BMW ZS Drive 35 IS aus der Sportserie. Sieht echt nicht schlecht aus. Voll in der Zukunft. Die Wiedergeburt des BMW Roadstars. So, das haben wir auch abgeschlossen. Und wir machen direkt Memorial Valley. Breach of the Peace. Wir haben Meldungen über verstärkte Polizeipräsenz, nachdem es zuletzt in ganz Sigrist County eine Häufung von Straßenrennen gegeben hat. Aber natürlich hast du damit nichts zu tun, nicht wahr? Nein, ich doch nicht. Eventdistanz 12,1 Kilometer. Starten wir es direkt mal. Dein Wagen wurde mit der neuesten Anti-Verfolgungstechnologie ausgestattet, dem Nagelband. Das auf SCPD-Technologie basierende System wirft am Heck deines Wagens ein verheerendes Nagelband ab. Fährt ein anderes Fahrzeug über das Band, wird es beschädigt und ist vorübergehend bewegungsunfähig. Nutze diesen Moment zu deinem Vorteil. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern mitführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause nötig. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Dein Head-Up-Display informiert dich darüber, wenn das System einsatzbereit ist. Alles klar, also haben wir unsere erste sozusagen Fähigkeit bekommen. Finde ich auch mal cool. Einsteigen und wie neu geboren fühlen. Welchen Wagen nehmen wir denn? Welcher hat die stärkste Geschwindigkeit? Die höchste Geschwindigkeit. Der hier hat eine gute, der auch. Braucht 4,8 Sekunden. Probieren wir mal den neuen BMW aus. Nehmen ihn mal in einem. Ein Ausdruck der Freude. Der BMW Z4 S-Drive 35 IS ist eine moderne Neuinterpretation des klassischen Roadsters in den Fußstapfen des BMW 315-1 aus den 1930er Jahren und des BMW 507 aus den 1950er Jahren. Schön, dass du mich immer unterbrichst. Das adaptive M-Fahrwerk überträgt die Leistung über den gesamten Drehzahlbereich präziser auf den Asphalt. Ein leichter Druck aufs Gaspedal reicht dem Twin-Turbo-Sechszylinder, um auch mit geöffnetem Dach ein berauschendes Erlebnis zu bieten. Einen Roadster zu fahren, ist Ausdruck des persönlichen Stils und nicht der Extravaganz. Die langgezogene Motorhaube führt das Auge über die auffallend niedrige Schulterlinie zum kraftvollen Heckabschluss. Die schwierigste Entscheidung, die der Fahrer treffen muss, ist, ob die kürzeste Strecke auch die angenehmste ist. Okay, nehmen wir gleich mal das Deep Sea Blue Metallic. Starten direkt weiter, nachdem ich die Frau wieder zum fünften Mal geschätzt unterbrochen hat. Aber egal. Die Tageszeit ist 6 Uhr und das Wetter ist sonnig. Das heißt, es ist gerade erst Sonnenaufgang. Gold brauchen wir wieder, um 6.000 Kopfgeld zu erhalten. Und wir haben 4 Nagelbänder. Alles klar. Siegewohner erwischt zu werden, um das meiste Kopfgeld zu erhalten. Oh, also dürfen wir wahrscheinlich nicht crashen oder sowas. Das könnte sich als schwierig erweisen, da ich sehr gerne crashe. So, übersprungen wird es. Hoffe ich mal. Und ja, let's go. Wie benutze ich jetzt eigentlich den scheiß Nagelband gewöhnt? Keine Ahnung, wie man das nennt. Muss ich das irgendwie auf der Tastatur machen oder kann ich das irgendwie auch mit meinem Gamepad machen? Weil ich das noch nie benutzt. Wir haben erstmal die neue Abkürzung gefunden. Finde ich auch gut. Geben wir ein bisschen Gas. Der Wagen hat einen echt coolen Motorsound, muss ich sagen. Okay, Nagelband haben wir. Und da hat uns wieder ein Cop entdeckt. Das heißt, wir setzen mal ein Nagelband aus und wir haben den ersten Nagelbandtreffer für 200 Kopfgeld erhalten. Sehr schön. Wow, das war knapp. Sehr geil, Leute, sehr geil. Die Musik wirklich sehr cool. Wow, da überholen uns wieder 2 Stück. Das kann ich mal gar nicht tolerieren. Driften wir ein kleines bisschen. Und geben ein neues Nitro.
Also langweilig wird's dir ganz sicher nicht mit den ganzen Cops hier im Schlepptau. Wow, Straßensperre. Gar nicht cool. Oh, cool, dass ihr für mich wegrammt. Finde ich nice. Dankeschön. So, hier habt ihr ein Nagelband. Hä? Ich dachte, ihr Nagelband. Wow, das war knapp. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Nicht da lang fahren. Gehen wir ein bisschen Nitro. Und rammen hier unseren Rivalen. Wow, gleich werden wir von den Cops gerannt. Und noch 6 Kilometer, um Erster zu werden. Ich möchte das Nagelband noch aufheben für meine Rivalen, nicht nur für die Cops. Boah, ihr seid solche Arschgesichter manchmal, ne? Das geht ja mal gar nicht klar. So, komm, lass mich überholen. Ah, damn it! Da sind wir gecrashed. Haben wir verloren? Nee, okay. Offenbar dürfen wir crashen. Was uns aber weit zurücksetzt. Müssen wir auf jeden Fall noch aufholen. Sind jetzt erstmal Zweiter geworden. Der nächste ist da vorne. Wird vom Kopf weggedrängt. Alles klar. Wir liegen 1,3 Sekunden in dem ersten. Dankeschön. Oh, geil. Hat er ihn getakedownt. Ja, okay. Das war jetzt ein Fail-Nagelband. Und der Kopf fällt trotzdem rein. Wie geil. Muss man das irgendwie gedrückt halten? Ich habe jetzt nur einmal gedrückt und da ist nichts passiert, also... Ich weiß es nicht. Ich gucke mir das nochmal an in so einer Anleitung oder so ein Scheiß. Da wollte uns der Typ da weghupen. Wow! Pass auf, Kollege, pass auf. Dass der mir nie hinterherfahrt. Schon witzig. Gut, dass die Absperrungen nicht kaputt gehen. So, fahren wir direkt durch den nächsten Tunnel. Halten wieder 200 Kopfgeld. Wir liegen 5,4 Sekunden vor dem zweiten Platz. Geben noch einmal Nitro und dann vorne sehe ich eine weitere Abkürzung und noch 1 Kilometer bis zum Ziel. So, fahren wir wieder durch die Lücke. Die Abkürzung werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Geben wir noch einmal Nitro. Und wir haben das Rennen abgeschlossen als Erster. In 3 Minuten 28 und haben wieder einmal Gold erhalten, weil wir einfach ein Könner sind. Nicht, aber weil die Steuerung einfach ziemlich leicht ist in dem Spiel, finde ich. Vor allem das Driften ist hier ziemlich angenehm. So, wir erhalten wieder 6000 Kopfgeld und nochmal 2720 Kopfgeld für Fahrer können. Für Sachschaden 575 Kopfgeld, für Abhängen 400 und für persönliche Bestleistung noch einmal 1000 Kopfgeld und wir haben... schon 44.880 Kopfgeld von 60.000. Und wir brauchen nur noch 5.120 für den nächsten Wagen. Aber wir haben trotzdem einen neuen Wagen freigeschaltet, nämlich den Audi TT RS aus der Performance-Serie. Sieht schick aus, der stärkste je in Serie gebaute Audi TT. Nicht schlecht. So, gehen wir einmal kurz zurück. Und ich würde sagen, ich habe für heute genug erstmal genug aufgenommen. Ich hoffe, das Let's Play kommt bei euch gut an. Und das ist ein, dass ich The Run und so und Assassin's Creed 2 so schnell wie möglich wieder zum Laufen kriege. Aber bis dahin, bleibt dran und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Bis dann, Leute. Ciao.